Macht und Ruhm. Hier komme ich. Warum liege ich hier schon wieder brennend rum? Was soll das? Hä? Das ist nämlich immer das Gemeine an so Bosskämpfen, wenn die Leute keine Ahnung haben, so wie wir. Weißt du, alle hauen auf den Boss rauf und keiner macht die Ads oder so. Ich bin zum falschen Boss gegangen. Hier geht's auch gerade voll ab. Warum wechselst du den Boss? Diese Berühmtheit kennt ihr ja. Ich versuche zurückzukommen. Da war so ein grüner Punkt. Ich dachte, der grüne Punkt wärst du gewesen. Nee, der grüne Punkt ist immer dein Tier. Ich bin ein blauer Punkt. Nee, das ist so ein anderer. Das ist Kleptomania vom Clan VV. Kleptomania? Das finde ich irgendwie gut. Das gefällt mir. Aber ich finde diesen Boss ein bisschen besser, weil der verliert tatsächlich Leben. Was du sagst, der es normalerweise sehr schwer mag. Ja, schwer, aber nicht auf ewig. Ja, ach, muss man halt die Heiltürme töten. So. Ja. Und ich muss sagen, jetzt wo der Heilturm tot ist, verliert sie auch Leben. Es gibt einen neuen Herausforderer. So. Eigentlich ganz cool, wenn ich jetzt so mitten im Kampf die Waffen wechsle, kann ich die Cooldowns total gut ausnutzen, habe ich das Gefühl. Oh Gott, nein. Ich wollte doch nicht. Oh Gott. Nein! Ich werde die ganze Zeit umgerannt! What the fuck? Scheiß Pferde, ey. Tja, das hätte ich mir unter einem Spießrutenlauf vorgestellt. So, jetzt ist sie bloß noch hier. Genau, jetzt ist sie fast schon bei einem Viertel. Ja? Hm. Vielleicht sollte ich mal zu dir kurz kommen. Sie mit vernichten. Und dann wieder zum Reiter. Dann müsste der Reiter nämlich auch fast tot sein. Ja, ja. So, wo ist denn mein Frauchen? Irgendwo mitten in der Menge. Also nicht ganz mitten in der Menge, aber fast. Ich glaube dahin. Flink und sicher. Eigentlich braucht man sie nur zu beobachten. Und wenn sie nämlich langsam wieder Leben gewinnt, dann muss man den Turm suchen. Ja, ich bin wieder da und fast tot. Oh Gott. Das ist blöd. So, erstmal Speedboost für alle. Hui. Ah, jetzt verstehe ich. Für Goldbelohnung müssen alle 6 innerhalb von, was, 8 Minuten geschafft werden. Ja, gut. Wie soll das denn gehen? Naja, mit guten Leuten halt. Ha, eine Axt gefunden, random auf dem Boden wieder. Schön. Ach ja, das ist Zero. Der hat immer so ein, ja, der hat einfach immer Glück. Oh Gott, ich muss hier raus aus dem Kreis. Nein, Mann! Toll. Hm? Alles war rot unter mir und dann war ich tot. Hey, ich wurde gerest! Yeah! Oh Gott, ich muss aus dem roten Bereich. Oh, durchsuchen. Aber bist aber gerollt, bist du auch, oder? Nö, ich kann ja mit Controller nicht mehr rollen, ich hab's ausgemacht. Ach so. Naja. Ich muss dir, glaube ich, ein bisschen was überlegen, weil das Rollen ist, glaube ich, irgendwann sehr wichtig. Ist ja ein ziemlich wichtiges Kampfelement. Ach Quatsch. Wir brauchten so einen Scheiß. Ich habe irgendwie eine Kiste bekommen. Achso, ich habe eine tägliche Herausforderung gemacht. Weil ich Müll gefunden habe auf dem Boden. Ja, also ich weiß ja, ja. Ah, jetzt ist natürlich auch klar. Jawoll. Okay. Jetzt ab zum Reiter, weil der hat auch nicht mehr so viel. Was? Ich hab dich gefunden, alles gut. Ich wollte gerade sagen, ich weiß doch gar nicht, wo der ist, aber ich lauf dir hinterher, alles gut. Ja, ups. Mhm. Komm.
Flink und ja, sicher. Mit schnell laufen. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind sowieso schon über die Minutenanzeige raus. Also von daher macht das, glaube ich, eh keinen Sinn mehr. Was? Ausweichen ist für Anfänger. Ja, ja, Xyrem. Ich merke schon, du bist auf Zeros Seite, was das angeht. Also abgesehen vom Killcount. So, wo war jetzt der Reiter? Und sicher. Was hier? So, da ist ein, ja, doch, da ist der Reiter, ja. Warum springst du da einfach runter? Weil ich kann. Na gut, Geronimo. Au. Oh, habt ihr das gesehen? Aber das ist natürlich klar, ja. Der rennt immer weg, der Sack. Und hier sind überall Pferde, die... Ja, ist gut, ist jetzt gut. Oh, schubsen mich 10-mal. So ein Reiter, die rumlaufen und dich wegschubsen. Ich wurde gerade 50-mal geschubst. Hier musst du halt ausweichen. Die kam random auf mich zu, ich hab sie nicht mal gesehen. Die rennt doch die ganze Zeit hier im Kreis. Da schon wieder! WTF, nein. Die soll mich mal in Ruhe lassen. Ach ja. Achso. Ja, schon wieder! Ihr kommt. Oh, die laufen nicht im Kreis. Die suchen mich. Ja gut, ich meine, warum nicht, ne? Ich meine, du bist ja natürlich besonders appetitlich. Ich würde auch dich umrennen. Also ich würde natürlich dich umrennen, weil ich dich besonders mag. Ach ja. Au! Also der Boss kann ich übrigens auch umrennen. Definitiv recht tot um. Na, kipp um! Kipp um! Ich wollte ja auch gerade sagen, kipp um, Mann! Ja. Cool. So. Gucken, wie viele Bosse wir noch abgreifen können. Abstauben. Abstauben, ja, genau. Oh Gott, das sind Gegner. Da will ich nicht hin. Ja, eben deswegen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, Roy, dass das Rollen definitiv eins der wichtigsten Sachen ist. Und das sollte man auf jeden Fall üben. Ach, Rollen. Ich brauche kein Rollen. So. Wäre cool, wenn man auf der Map sehen könnte, wie viel Leben die einzelnen Bosse haben. Um zu wissen, wo man jetzt dieses hingehen soll. Ja, das wäre definitiv cool. Okay, der Boss steht dann da rum. Da ist keiner. Im Spießrutenlauf werden die Gegner immer stärker. Okay, die letzten One-Hitten dich. Deshalb triffst du oft gegen denselben an, bis du den besiegst, um zum nächsten zu kommen. Ah, aber da unten geht's ab, okay. Verstehe. Huch, wo ist er jetzt hin? Ach Gott. Ja, bin in Kampf. Oh Gott, ich bin in Lava. Oh, oh, oh. Okay, die Map gefällt mir nicht. Ja. Boah, schön mit. Oh Gott! Oh. Hallo. Hilfe! Das sieht irgendwie alles ein bisschen gefährlich aus hier. Ja, ist es auch. Ich wurde wie gerade zu ihm gezogen. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte ihm einfach nicht hinterher springen sollen. Ich brenne, Hilfe! Alter, also, springt hier von Plattform zu Plattform, WTF. Ja. So, wo ist mein Wasser? Ich glaube, Wasser ist gut gegen ihn. Ich habe zu viel Pokémon gespielt. Ja, ich glaube auch. Ja, siehst du, die Raids kommen später ohne Rollen nicht voran. Da hörst du. Da hörst du. Was höre ich? Die Raids. Da kannst du ohne Rollen nicht mehr machen. Ja, doch. Siehst du doch. Nein. Wir reden hier von Raids, nicht von billigen Eventbossen. Die sind stark genug für Raids. Hm? Die sind auch so stark wie bei Raids. Nee. Nee. Das ist nichts, glaub mir. Also ich kenne zwar die Bosse in Guild Wars 2 nicht, aber ich kenne den Unterschied zwischen Event-Bossen und Raid-Bossen in WoW. Das ist... Ach. Nein! Oh, fuck. Natürlich stehe ich jetzt direkt vor ihm, ne? Oh Gott. Okay, ich habe mich in Sicherheit gebracht. Alles gut. Ich sehe den kaum, den Boss, weil da so viele Leute sind. Ja, so geht's mir auch gerade. Ich weiß immer gar nicht. Und dann will ich eine Attacke machen und ist der Boss schon wieder weg.
sich erneuert. Kraftvolle Erde. Zumindest haben wir irgendwo hier einen Heiler. Das merke ich. Ja. Und Cyrum ist auf jeden Fall dafür, dass wir nächste Woche einen Raid machen. Wieso will einen Raid machen? Na, weil du stark genug bist. Bin ich das? Na, hast du gesagt. Ja, ich meine, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, krieg ich das hin. Oh Gott, ich bin Lava gefallen, ich bin fast tot. Ah, super. Ach ja. Oh, aber Cyrum, ja, also ich werde definitiv raiden. Ich weiß nicht, wie es bei Zero aussieht. Was, nächste Woche willst du raiden? Nein. Ach, nicht nächste Woche, aber wenn es dann soweit ist, wenn wir endlich Level 80 sind und so. Beziehungsweise, wenn ich dann Level 80 bin und, ja. Holy shit. Was man halt davor alles noch so machen muss. So üben. Ah, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, falsche Richtung. Hilfe. Da war doch noch irgendwas. Und man braucht 10 Leute. Okay. Ja, das ist... Also, um die Leute mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen. Denn ich denke, wir werden hier noch ein paar Leute kennenlernen. Mal sehen. Mal sehen. Es gibt ja immer Leute, die... Ja, wie gesagt... Also, um Gottes Willen, also Roy, versteht es nicht falsch, ich bin jetzt nicht unbedingt... Also, ich bin zwar Guild Wars 2 Neuling, aber wie gesagt... Also, WoW zumindest habe ich öfter schon geradet und... Ja. Auf diesen Plattformen kriegen... Nirgendwo ist man hier sicher eigentlich, ne? Das ist voll fies. Nö, du musst die ganze Zeit dich bewegen. Ja, mache ich auch schon die ganze Zeit, aber der läuft jedes Mal weg. Ja. Nein! Und du darfst keine Attacke nutzen, wo du dich nach hinten springst und so. So, kleiner Tipp. Ach Gott. Ich ergänze mich ziemlich gut. Ich ergänze mich ziemlich gut, hat er gesagt. Ich brauche niemanden, ich ergänze mich ziemlich gut. Hat wer gesagt? Ja, ich? Ach so, ja, das passt zu dir. Das passt so richtig gut zu dir, ey. Ach, herrlich. Spürt den Schmerz, komm! Oh Gott, der ist hinter mir. Ich muss hier weg. Aha. Oh, da liegt eine Truhe. Oh ne. Toll, jetzt belebe ich irgendjemand wieder. Verdammt. Das wäre Loot gewesen. Ja, realisch, ey. So, irgendwie ist mir das hier zu. Oh, da war ein Portal, das habe ich benutzt. Das war lustig. Hä? Das war von einem Spieler gesetzt. Auf eine andere Plattform. Okay. Aber siehst du, ich belebe erstmal noch Spieler wieder, ist das schön. Bin ich nicht nett? Ja. Ich mache das, was ich am besten kann. Töten! Ja, genau, stimmt. Du hilfst ja nie jemandem. Außer dir. Weg. Ja gut, das ist was anderes. Juhu, ist gleich tot. Nein. Oh, Portal benutzen, ja, komm. Yeah, ich bin genau bei ihm. Jemand anders. Hä? Wo bin ich? Ach, er ist tot. Oh, okay. Ist da noch einer weniger? Nein, ich habe in WoW keinen Heiler gespielt. Also ich bin mehr oder weniger gerade dabei, mir einen Heiler hochzuleveln, weil ich das gerne mal versuchen wollte. Aber ich bin... ich habe bis jetzt noch nicht so richtig die Geduld gehabt, mich wirklich damit zu beschäftigen. Weil, ich sage mal so, die ersten Levels ist noch echt richtig easy. Und so ab, ja, so 60, 70 hat man dann ein bisschen mehr zu tun als Heiler. Und da hänge ich gerade so ein bisschen fest. So. Wir müssen, glaube ich, erstmal von der Mauer runter jetzt, ne? Ja, ich weiß noch nicht mehr, wo der Ausgang ist. Am Kartenrand. Immer am Kartenrand. Oh! Holztruhe. Und ja, ich sehe auch, dass ich ganz viel Belohnung habe. Zugangsticket für den Spießrutenlauf der Königin, ha? Wie? Wo hast du denn die Truhe hergehabt? Die lag hier. Ich habe keine gesehen.
uns schon öfter beeindruckt. Oh. Schweinerei, aber das ist ein Beutel. Beutetasche. Oh mein Gott. So, okay. Also hier würde man irgendwie in der Map rauskommen. Ich benutze jetzt einfach den Wegpunkt. Scheiß drauf. Welchen? Ach so. Da ist nämlich noch ein Boss. Wir sollten uns beeilen. Ja, richtig. Du hast recht. Also ich meine, die 8 Minuten sind lange unwahrscheinlich. Also einfach nur just for fun für die Belohnung. Ja, klar. Zero ist noch heiler, als er runtergesprungen ist, kann ich also hinterher. Weißt du, der ist fast tot. Und jetzt sind hier alle, weißt du? Alle, die hier verteilt waren. Natürlich sind jetzt hier alle. ist das krank? Nee, man sieht gar nichts mehr. Ich habe nur noch Erdbeben. Ups. Oh. Hier gibt es auf jeden Fall ordentlich auf die Mütze. Ja, ich bin schon umgefallen, weil ich nicht gesehen habe, was hier abgeht. Nö, na, zumindest die roten Kreise auf dem Boden sehe ich. Also von daher. Ja, ich wurde wiederbelebt. Oh Gott, ich muss weg von diesen Kreisen. Ja, natürlich. Oh, ich belebe mal jemanden wieder. Huch, oder auch nicht. Du belebst jemanden wieder? Ja. Leute. Bin so frei. Lasst euch das gesagt sein. Zero belebt jemanden wieder. Ich bin ganz erstaunt, dass meine Grafikkarte und die CPU das alles schaffen. Das ist so krass. Na, es ruckelt schon ordentlich. Oh oh. So ist es ja nicht. Nee, bei mir eigentlich fast gar nicht. Und das, obwohl ich den Stream an hab. Richtig krass. Weil ich mein Stream haut ja nochmal ordentlich. Ich sehe absolut nichts, oh Gott. Ich stecke wo fest. Wo bin ich? Das ist blöd. Okay, ich weiß jetzt, wo ich bin. Ah, Gott. Er ist gleich tot. Und. Boom. Nein, warte, ich war zu früh. Sorry. Oh nein, ich muss hier weg. Oh. Oh, zu spät. Das war nichts. Yeah, wir haben es geschafft. Ja. Also wir haben es jetzt natürlich wahrscheinlich nicht so richtig geschafft. Wir haben das Event abgeschlossen. Oh, und eine famose Kiste oder so bekommen. Ah, okay. Zweite Klasse vom Waldläufer ist Druide. Okay. Oh Gott, nein, ich will hier nicht hin. Okay, dann will ich mal die Sachen öffnen, die ich bekommen habe. Also ich würde gerne erstmal in die Mitte gehen, damit wir sicher sind. Guck mal, das ist ein Event. Das ist eine Sprechblase. Lass uns da hingehen. Das ist wahrscheinlich jemand, der sagt, wow, wie war voll gut. Wo siehst du eine Sprechblase? Was? In der Mitte oder was? Ja, nee, hier, da. Ach so, Rennveranstalterin. Aber ich habe doch gar keine Reittiere. Bekommt man da eins? Wisst ihr das? Weil das wäre natürlich voll cool, wenn ich ein Reittier bekommen würde. Weißt du, so ein gesponsertes? Ich kann auch einfach aufklicken. Möchtet ihr am Reittierrennen teilnehmen? Ich sag einfach mal ja. Keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt auch einfach ja gesagt. Aber ich glaube, ich bekomme kein Reittier. Ihr wollt gemein. Schade. Aber ich öffne jetzt erstmal meine Truhen, die ich habe. Also wo kann ich denn hier was ausleihen? Ich, warte. Nein, es darf noch nicht losgehen. Ich muss noch ein Reittier ausleihen. Gunst des Pavillons, okay. Doppelklick, um eine Gunst des Bazars mit einer Gunst des Pavillons zu kombinieren, um eine Gunst des Festes zu erschaffen. Okay. Ach, der Reittiertrainer. Ja, ja. Ah, cool. Oh, endlich reiten, Leute. Was alle Reittiere besitzen, besondere Bewegungsfähigkeiten, haltet beim Laufen Leertaste gedrückt, um auf einem Raptor weitere Sätze zu machen. Wieso bekomme ich kein Tierchen? Los, um den Sprung frühzeitig zu beenden. Ich kann jetzt nicht mal üben. Wo hast du das Reittier überhaupt her? Die gibt mir keinen. Nö, die hat mir keinen gegeben. Ich laufe zu Fuß! Der links daneben! Ich laufe zu Fuß! Speedbuff! Links daneben. Ich bin schnell genug. Ja, ich habe mit ihr gequatscht, aber sie wollte mir keinen geben. Nicht sie. Der daneben, Mensch. Immer noch. Nee, du hast mir nicht geholfen. Doch, habe ich doch gerade. Naja, zu spät. Du hast nur gesagt, was? Wo kann ich einen ausleihen? Bist hingelaufen, hast dir ein Tier geholt und mir nicht geholfen. Ich dachte, du siehst es als Punkt. Also ich meine, ich gewinne hier sowieso nichts, aber ich mache halt einfach just for fun. Ne? Ja, ich laufe hier zu Fuß. Ich bin gleich tot. Mir ist das egal, ich ziehe das durch hier. Link und sicher. Ich bin eh gleich tot.
Warum auch immer. Die also laufen noch andere zu Fuß, genauso wie ich. Ja, hab ich auch gesehen. Oh weia, ey. Also ich meine, ich finde es schon witzig. Keine Frage. Hallo? Ich sehe bei so einem Rennen immer gar nicht durch, ne? Wahrscheinlich bin ich vor dir. So, ich hoffe. Aber ich hoffe, Skyrim, das hat dich jetzt so ein bisschen. Das ist, glaube ich, die falsche Richtung. Hey, nein, ich will nicht mit euch kämpfen. Ich will auch nicht spielen. Ich hoffe, das hat euch jetzt so ein bisschen entschädigt dafür, dass wir eine Viertelstunde nur Inventar gemacht haben. YOLO! Ich sehe nicht, wo es weitergeht. Fuck. Oh Gott, ich bin falsch. Was zurück? Ich bin falsch gelaufen. Nein! Oh Gott, ich wurde umgeschubst. Wieso sind die schon wieder diese dreckigen Reiter? Ich hasse sie. Ach ja. Ich sollte wieder öfter Star Stable spielen, dann weiß ich auch wieder. Weißt du, dann kann ich auch wieder auf dem Reittier reiten. Dann kann ich das wieder. Oh Gott, ich bin so krass verlangsamt. Warum? Ich humpel! Warum? Vor allem der erste ist schon durch, ne? Mir egal. Ich zieh das hier durch, ich will meine Belohnung haben. Ich bin gespannt, ob es überhaupt was gibt. Also, wenn man nicht Erster wird. Geronimo! Ich bin hier, glaube ich, falsch. Ihr habt die Ziellinie überquert. Oh. Hä, wie soll ich denn hochkommen? Achso. Ach, cool. Finde ich ja gut. Schade, ich hocke auf dich, überhol dich. Was hast du gehofft? Nichts. Wie willst du mich denn überholen? Weiß nicht, mit Skill? Zu Fuß? Oh Gott, die verkrüppeln einen alle. Voll gemein. Was, wenn der Ziel-Countdown abläuft, gibt's noch eine Truhe? Warte mal, was? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, glaube ich, gerade den Zusammenhang nicht so richtig verstanden. Naja, das Rennen endet in 1:22, dann kriegst du noch eine Truhe. Ach so, cool. Ja, das ist doch noch cooler. So. Eventbelohnung. Bossblitztruhe, cool. Festmarken, yay! Zugangsticket für Spießrutenlauf. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich Spießrutenlauf. Oh. So ein bisschen an Game of Thrones. Zustandsschaden, Kraftfähigkeit. So, ich sehe das Ziel. Cool. Dann lass ich jetzt mal die anderen tun. Also wir haben jetzt noch 36 Sekunden. Vielleicht schaffst du es noch zu Fuß. Ich bin durch. Ach ja, da. Sieh schon. Zero, todesmutig. Macht er alles zu Fuß. Ja, natürlich. Das kommt doch, wenn die Freundin einem nicht helfen will. Ich habe doch nur vorgelesen. Nein, ich weiß, dass das nicht böse gemeint, Max Hiram. Alles gut. So, Eventbelohnung. Bronzene Boss-Truhe, okay. 10. Gruppenevent. 40 Festmarken, 7 Zugangsticket, okay. Was habe ich hier noch? Was? Winzige Handwerkstasche und Rucksack-Trageriemen der Vorbereitung, okay. Oh, Level Up. Die Vorbereitungen für den Bossblitz sind im Gange. Spendet Geld, bezwingt Feinde und nehmt an Events teil, damit es schneller soweit ist. Ah. Das heißt also, wenn man das alles macht sozusagen und es voll ist, kommen die Bosse wieder, richtig? So, und jetzt haben wir also da noch eine Truhe. Das ist cool. Mit noch mehr Marken. Ja, Festmarken. Noch mehr Festmarken. Ja, das ist cool. Ich, ganz ehrlich, noch mehr Festmarken.
Ey, wir müssen unbedingt, also wenn Zero auch mitmacht, Gunst des Pavillons, würde ich gerne ein Special machen am Wochenende, wo wir noch ein bisschen mehr vom Event sehen. Das können wir machen, ja. Ich guck mal, wie viel Festmarken ich jetzt habe. Zum Nutzen doppelklicken, um eine Gunst des Mazars mit einer Gunst des Pavillons zu kombinieren und eine Gunst des Festes zu erschaffen. Okay. Oh, gut. Wir haben Post bekommen. Eine Einleitung. Euer Herold, eine Einleitung. Grüße. Wir haben uns noch nie getroffen, aber ich verfolge eure Heldentaten schon lange mit großer Aufmerksamkeit. Ich sammle Geschichten über große Wagnisse und Heldenmut und euer Name tauchte in den Geschichten, die man mir berichtete, immer häufiger auf. Ich habe mit eurem Mentor gesprochen und es fiel der Vorschlag, dass ich mich an euch wende und eure Geschichte zu meiner Sammlung hinzufüge. Euer Mentor war Mitglied einer Abenteuergruppe, die als Klinge des Schicksals bekannt war. Sie waren legendäre Helden, doch vor etwa 5 Jahren trennten sie ihre Wege aus Gründen, die ich noch nicht herausgefunden habe. Keiner von ihnen war gewillt, diese Geschichte mit mir zu teilen. Wenn ihr also herausfinden solltet, was ihre Trennung verursacht hat, wüsste ich eure Hilfe tief zu schätzen. Ich danke euch für eure Mühen und werde mich in Zukunft wieder an euch wenden. Dann kann ich euch hoffentlich etwas über den Verbleib eures Mentors und der anderen Mitglieder der Klinge des Schicksals berichten. Damit verbleibe ich euer Herold. Ich denke mal, das ist eine Nachricht, die kriegst du mit Level 25. Ach so, wollen wir das austesten? Warte. warte, ich hatte sie noch hier irgendwo. Da. Ja. Boom! Ja. Todesstöße, oho. Im World vs. World PvP und gelegentlich auch im PvE. Was müsst ihr euren Feind mit einem besonderen Angriff besiegen? Okay. Drückt in der Nähe eines angeschlagenen Feindes F, um euren Todesstoß anzuwenden. Ihr könnt den aktiven Todesstoß auf der Seite für Todesstöße in der Heldenübersicht einstellen. Ulala. Todesstöße, da sind sie. Einfacher Todesstoß. Gebt einem angeschlagenen Gegner den Rest. Können wir uns sogar ein Video angucken. Guck mal. Boom. Ach, der liegt da rum und dann stechen wir noch einen Speer rein. Sehr schön. Kaninchenranko. Oh, wie süß. Euer Todesstoß wird vom Geist des Kaninchens gestärkt. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Nice! Ich finde den gut, den lasse ich. Guck mal, ich kann fliegen. Also, wenn es überhaupt... Ja, doch, es geht. Cool, und ich kann mir vor allem noch mehr Todesstöße... Ja, ich sehe gerade. Noch mehr Todesstöße kann man sich also im Edelsteinshop kaufen. So. Und... Rucksack, was Trageriemen davon, und Handwerkstasche. Cool. So, damit bin ich Zero wieder voraus. Ich bin mächtig. Wieso bist du mir voraus? Ja, das Inventar, das muss ich ständig entmüllen. Aber das werde ich privat machen. So, das werde ich euch jetzt nicht nochmal aufzwängen, so wie am Anfang. Wir haben nämlich eine Viertelstunde gebraucht, um erstmal Post zu machen und. Weil ganz am Anfang machen wir halt immer Leserpost. Und das mit dem Herold muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen, weil das hat Zero ja gerade schon gemacht. Ja, und damit ist auch die, ja, unsere Stunde schon wieder um. Womit bist du voraus? Mit dem Level oder was? Ja. Ja, ein bisschen. Vielleicht. Nicht mal ein Kasten. Mhm. Keine Ahnung, je nachdem. Aber ist ja egal. Ich seh's doch. Wie, du siehst es? Ich hab doch den Stream offen. Ich kann sehen, wie viel Erfahrung du hast. Ach, verdammt, stimmt. Ja gut, ja dann sind wir jetzt gleich auf. Dann ist es ja perfekt. Seht ihr, so macht man das. Man lässt Zero einfach machen, sammelt die ganzen Verlanden der Weisheit und levelt... Sammelt? Du hast sie geschenkt bekommen. Nein, die waren in meinem Inventar. Yuri hat mir nur gesagt, dass man die dafür benutzen kann. Aber ich kann fliegen, du nicht. Ja, ich sehe gerade, ich finde das total cool. Wie machst du das?
Tja, sag ich dir nicht. Immerhin habe ich auch kein Reittier gehabt. Ja, wärst du mal geflogen, wärst du vielleicht schneller gewesen. Ja. Kann sein. Was habe ich eigentlich für Fähigkeiten? Und damit wir wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich dann morgen ja nochmal das Rennen machen können, ne? Guck mal hier, da, der hier. Da steht übrigens sogar ein Reittier daneben. Tja, jetzt zu spät. Das war mit links genau daneben gemeint. Ach ja. So, aber wie gesagt, unsere Zeit ist um heute. Zero, wo willst du hin? Lass uns ordentlich verabschieden. Ich guck nur, was es hier gibt. Hier ist eine Truhe. Ja. Gut, dann... Ach, der stimmt. Also nimm dir am besten einen Besen und dann kannst du perfekt dich selbst cosplayen. Oh, nee, hier sind jetzt nur noch Farben drin. Eben gerade waren hier Spielzeuge drin. Hä? Jetzt sind hier nur noch unsichtbare Farben drin. Oder es gibt eine andere Spielkiste. Ach so, das ist ja witzig. Also immer wenn man drin rumkramt, hat man was anderes. ja gut. Ja, schade. Gerade eben konnte man sich so Spielzeug aussuchen. Huch. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, so viel dazu. Wir sind jetzt irgendwie zu Steiner Start. Vielleicht sollte man das nicht zu oft machen. So. Musst du 6 drücken, dann geht das. Ja, ist ja nicht so wild. Ach so, ja, verstehe schon. Stein zu Fleisch. Nö, ich finde das gerade witzig. Es ist eigentlich die perfekte Position. Ja, für den perfekten, in Anführungsstrichen, Cliffhanger. Werden wir uns befreien können oder werden wir es nicht? Das und andere Sachen seht ihr in unserem Special. Ich weiß noch nicht, ob Samstag oder Sonntag. Das werden wir dann auf jeden Fall ganz spontan entscheiden. Ja, wahrscheinlich Sonntag, weil morgen ist bei mir Fallout 4 Zeit und dann nehme ich immer eine Stunde auf und dann eine Stunde rendern. Achso. Ja, stimmt. Ja gut, okay, richtet euch auf Sonntag, weil ich weiß halt immer nicht, wie ich Lust habe. Deswegen verspreche ich keine Streams, weil ich weiß, weil sobald ich sie verspreche, halte ich sie nicht. Also, lasst euch überraschen. Und ja, damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.